Hallo und herzlich willkommen zu Folge 283 von Xeris Rückkehr. Ich habe mich ein bisschen über diese Quest informiert, denn es kam mir komisch vor, dass wir die einfach so weiterführen können. Denn ich habe mal vor längerer Zeit schon erfahren, dass diese Quest kapitelüberspringend ist und eigentlich bis in spätere Kapitel hineinführen soll. Und ich habe jetzt die Angst, dass das hier vielleicht genauso verkorkst werden könnte wie die Sache mit den Banditen. Gut, das hat andere Gründe, das hat nichts mit den Kapiteln zu tun. Weil wir wollen ja jetzt auch nicht verkorkste Quests sammeln. Auf jeden Fall durchsuchen wir noch ein bisschen hier das große Moor. Guck mal, hier könnte doch was sein, oder? Das ist doch perfekt. Das sieht doch gut aus. War ich hier überhaupt schon mal? Tatsache, ich glaube, hier waren wir wirklich schon mal. Ist hier irgendwo irgendwas? Hier waren, glaube ich, Skelette damals. War noch nicht sonderlich gefährlich, wenn ich mich recht entsinne. Man sieht vergleichsweise wenig, ich weiß. Ich bin jetzt zuvor eine Fackel rauszuholen, weil wir auch gar nicht lange hier drin bleiben werden. Denn hier scheint auch gar nichts zu sein. Schade. Der Punkt ist, wir waren blöderweise schon, ich sag mal, an allen Stellen im Moor, aufgrund meines Erkunderdrangs. Und jetzt im Nachhinein stellt sich halt heraus, dass wahrscheinlich jedes Eck so seine Besonderheit hat. Aufgrund dieser Quest, die wir gerade machen, die sich über mehrere Kapitel erstreckt. Und der Punkt ist, ich weiß jetzt nicht, ob den Abschnitt, den wir jetzt gerade schon bearbeitet, ob der vielleicht können wir das auch erst später machen. Also wenn, ich gehe mal davon aus, dass es wieder irgend so ein Kerl in suchender Rüstung ist, so wie es bis jetzt bei allen anderen der Fall war. Der dann wahrscheinlich wieder ein Ritualdolch dabei hat. Könnte ich mir allerdings vorstellen, dass der vielleicht erst, da hätte ich jetzt nicht unbedingt runterspringen wollen. Auf der anderen Seite hätten wir es eh überlebt. Kann auch sein, dass der erst ab einem späteren Kapitel spawnt. Also sprich, wir haben jetzt schon quasi den weiteren Questverlauf, aber leider spawnt der Gegner noch nicht. Also das könnte auch sein. Aber gerade hier in der Kundige der geheimen Künste tränkt seine Waffe in Gift, welches aus tückischem Sud gewonnen. Diesem zu widerstehen, es gilt. Also wir sind jetzt beim Gift. Und vor der Mine ist so ein Giftdingen, wo man erstmal durch muss. Also hier wäre schon nicht schlecht. Hätte ich jetzt so gesagt. Aber kann auch sein, dass der wo ganz anders ist. Wir müssen hier Ausschau halten. Die Armbrust zücken. Es läuft wahrscheinlich wieder so ab, dass wir, also ich, die ganze Folge lang hier im Moor rumgammeln werde. Habe ich jetzt schon irgendwie im Gefühl. Oder weil ich mich hier, ich nur mal sicher gehen will. Oder der ist da auf der Giftinsel. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ne, ist er aber nicht. Ganz kurzes Standbild eben. Naja, ach, dieser Randsumpf hier immer, wo man so durchwarten kann. Dann kommt da diese Kackinsel, wo man nicht hochklettern kann. Geht doch. Da krieg ich Zustände. So, hier waren wir in der letzten Folge. Am Boot vorbei und dann sind wir dann nach dahin gelaufen. Hätte ja klappen können. Nein! Ach. Diese Scheißdinger hier. So. Wo können wir denn noch hin? Ist da hinten noch irgendwas?
glaube nicht, oder? Jetzt kann man ja einigermaßen von Insel zu Insel springen. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Also wir wissen auf jeden Fall, dass die Teile des Moorrätsels, also sprich die Gegner, die uns erwarten, immer in den allerletzten Ecken sind. Also wirklich immer, immer. Und dabei sind diese Ecken auch vorgesehen gewesen. Hoffentlich haben wir nicht irgendwie die Quest gecrashed, weil ich damals in Kapitel 1 direkt den einen untoten Geist umgelegt habe. Das wird mir hoffentlich nicht zum Verhängnis. Ja, Freudensprung. Sehr schön für dich. Ja, super. Einwandfrei. Kannst du jetzt hier irgendwie wieder hoch oder so? Ich krieg zu viel. Jetzt mach mal keinen Scheiß hier. Geht doch. Müssen wir jetzt irgendwie vielleicht auch explizit so Giftdinger aufsuchen? Ja, weil es vielleicht in der Nähe des Giftes irgendwo sich aufhalten soll. Also der Gegner, das Vieh, was auch immer. Ich würde sagen, es ist ein Geist oder ein Suchender oder sowas. Ich glaube vor allem, ich muss mal gucken, wir haben 3 Stück von den Dolchen, ne? Und ich, wie viel waren es? 4 oder 6 brauchen wir, glaube ich. Ich glaube sogar nur 4. Mal kurz hier. Da hinten war das doch. Genau. Ah, wieder Moorleichen, sehr schön. Es sind 4. Das heißt, wir sind kurz vor Ende sogar. Wir brauchen noch einen Dolch. Dann sind wir hier eigentlich durch. Der Moor ist halt schon, das Moor ist ja schon relativ groß, muss man dazu sagen. Klein ist der ganze Laden hier nicht. Aber ich will ihn trotzdem abklappern. Immerhin ein, zwei Moorleichen umgebracht. Das ist doch schon mal was. Ne, da war der Sumpfdrache. Ich glaube, die Drachen bleiben ja eh liegen, ne? Ich glaube, die verschwinden gar nicht. Wenn ich mich recht entsinne, dann bleiben die. Okay, die Giftwolke springen ist jetzt. Scheiß drauf, machen wir. Für die Resistenz. Also, wenn wir vor dem Eingang stehen und ganz links laufen, das würde ich ausschließen, denn da war der Friedhof da mit der letzten Dolch her. Also, das würde ich wirklich ausschließen. Ich bin jetzt generell eher nach rechts gelaufen, weil links hatten wir quasi schon 2. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den dritten her hatten. Denn wir haben auf alle Fälle diese Höhle durch, also sprich, wo man ohne Waffen und Rüstung reinlaufen muss. Oder nur ohne Waffen war es, glaube ich. Auf jeden Fall, wo man unbewaffnet rein musste. Ihr erinnert euch. Da haben wir einen Dolch her. Oder haben wir da einen Dolch hier? Ich glaube schon. Dann von dem Friedhof. Wenn man das Friedhof nennen kann. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Ich laufe mal zurück. Wir hören vom Friedhof einmal ein. Wenn ich nur wüsste, wo wir die anderen her haben. Blablabla, ein Knecht der Folter. Bei einer Stelle im Moor mit Gräbern haben wir eine dämonische Gestalt. Genau. Okay, dann hatten wir schon. Müssen wir vielleicht direkt zu ihm? Warte mal. Trinkt seine Waffe in Gift. Wäre jetzt natürlich witzlos, wenn wir den des Giftes die ganze Zeit schon hätten. Siechtums, Versengens, Frost. Nee, das passt nicht so ganz. Oder vielleicht doch. Ich gehe mal kurz zurück zu dem Kerl.
Also hier hinten ist soweit nichts aufgetaucht, wobei mir das eine Eck da hinten eigentlich schon irgendwie ein bisschen verdächtig vorkommen würde. Sprich die Erzmine. Entweder habe ich den schon getötet, das kann auch sein, oder es ist einfach zu lange her, ich habe es vergessen. Das kann wirklich passieren oder passiert sein. Und der ist schon tot. Oder der spawnt erst später, oder ich habe die Quest irgendwie zerschossen. Warte mal, renne ich jetzt überhaupt gerade zurück? Der Ausgang ist doch wohl ganz anders, oder? Nee. Hä? Bin gerade etwas irritiert, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Was mache ich eigentlich? Wo bin ich? Meine Orientierung sind jetzt gerade irgendwie von 0 auf 100 flöten gegangen. Irgendwie erwartet, dass ich hier gleich beim Ausgang bin, aber irgendwie bin ich nicht beim Ausgang. Ah, da ist der Ausgang, okay. Ich dachte irgendwie, wir kämen von links, ist ja auch egal. Wir gehen erstmal zum Dingen. Wobei, ne, wir gucken nochmal ganz kurz hier. Ach, guck mal, wieder ein bisschen vergiftet, auch schon wieder weg. Sehr schön. Wo geht's denn hier nochmal lang? Ja, ist so bei dem. Hä? Ach so, nee, ach, keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwie, vielleicht kennt ihr das, erwartet einfach, dass ihr gerade an einer anderen Stelle seid, als ihr tatsächlich seid, und dann, ja, läuft das Gehirn amok. Sowas kommt vor. Okay. Wie gesagt, es kann wirklich sein, dass es noch kapitelabhängig ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Denn ich weiß gar nicht, in welchem Kapitel sind wir eigentlich. Drittes oder viertes? Glaube ich. Ich achte da nie drauf. Ist ein bisschen blöde. Also vielleicht haben wir den Dolch dabei. 3 haben wir nämlich schon, ich weiß es nicht. Warum wir denn gerade so Rucklaus gehen hier los? Ab. Was geht los da rein? So, das Haarlock. Vielleicht haben wir ja schon was dabei. Nee. Ja, nee, mehr wollte ich gar nicht wissen. Danke dir. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ich bin einfach nicht gründlich genug. Oder ich muss einfach. Ja, aber links lang macht wenig Sinn. Wie gesagt, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Vollgas hier, komm. Der Punkt, ich habe jetzt auch den Moor nicht mehr 100% im Kopf, wie der aussieht. Muss ich gestehen, ist hänge ich hier fest. Sehr gut. Bring dich doch gleich um. Auf jeden Fall können wir noch ein paar Moorleichen abschlachten. Aus Frust. Die geben zwar nicht so viel EP, aber da macht es die Masse. Blöd ist, den Moorleichen zu folgen, ist auch blöd, weil die spawnen überall. So, und hier hinten war doch der erste. Ja, oder der zweite. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der zweite wäre eigentlich der mit der Rüstung gewesen. Also sprich, der Geist, Dämon, Gedöns, was auch immer. Das wäre eigentlich der zweite gewesen und der erste war, glaube ich, hier. Wo habe ich den dritten her? Man, so nett wie ich so langgezogene Quests auch finde, so nach knapp 300 Folgen verliert man da ein bisschen den Überblick, was man schon getan hat und was nicht. Gut, im Normalfall hat man auch nicht so Probleme wie ich. Manche Leute spielen einfach die Hauptquest weiter und kommen dann hierher am Ende und machen es dann in einem Ruck. Aber nicht, dass es dann nicht mehr möglich ist, ne? Und dann hat man den Salat. Ja. Und dann Arsch lecken. Ich würde auch gerne wissen, wofür diese Sumpfhütten gut sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Dämonen da drin sind. Das ist Blödsinn. Wenn das gleich da drin ist, dann friss ich einen Besen. Nein, ich fress keinen Besen. Ich fress keinen. Ich fress keinen Besen. Mach ich nicht. Habe ich jetzt beinahe getan.
Jetzt bist du dran. Wow. Sehr furchteinflößend. Muss man echt sagen. Oh, der trimmert uns ganz schön die Visage ein. Mit seinem verpissten Dolch. Noch mal halblang, Freunde. Ich hab kein Leben mehr. Ja, okay. Ganz ehrlich. Okay. Ich habe damit nicht gerechnet, dass der in diesem... Weil die Häuser hier... Ich weiß nicht, ich konnte mir das nicht vorstellen. Die sehen irgendwie viel zu gemütlich aus. Also gemütlich ist jetzt relativ, aber zu sympathisch. Also ich meine, ja, Gebäude könnte sympathisch aussehen. Aber es sieht nicht aus, als würde Geist drin wohnen. Ihr wisst ja, was ich meine. Hoffe ich mal. Aber okay, ist egal. Wir haben ihn, ist tot. Alles gut. So, der Punkt ist, soll ich die jetzt einsetzen oder mal zurück? Ich habe den Dolch. Ich gehe erstmal zurück zu ihm, ne? Ich meine... Nicht das am Ende dann. Und dann und dann und dann. So, ein bisschen Vollgas mit K. Scheiße für den Knopf. Kein Bock, denn alle mal wieder neu drücken zu müssen. Die Tür könnte auch einfach mal aufbleiben. So viele Moorleichen werden da auch nicht rauskommen. Außerdem haben wir hier noch ein paar Paladin und Milizen. Die sollen sich darum kümmern, wenn was passiert. Gut, auf der anderen Seite ist das Moor auch extremst verflucht. Und ich glaube, den Fluch brechen wir ja eigentlich auch mit dieser Quest, die wir gerade machen. So, Kollege, ist fertig. Hey. Der Braumeister der Gifte war einmal. Und du bist um einen Dolche reicher, nehme ich an, ausgezeichnet. Viele werden es nicht mehr sein, die es noch zu finden gilt. Ich hoffe, die Tafel offenbart uns bald neue Geheimnisse. Ja, was heißt die Tafel? Ich habe ja eigentlich schon... Hat er jetzt gerade Dolch bei sich oder habe ich alle vier? Eigentlich wissen wir ja, was wir damit machen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich ist es uns ja klar. Aber wir warten trotzdem mal. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die Quest ist gar nicht kapitelabhängig. Ich glaube, die ist irgendwie tagesabhängig. Ja? Vielleicht alle Woche. Oder alle Part oder alle fünf Tage. Jeden Tag glaube ich nicht. Auf der anderen Seite können wir es ausprobieren. Da oben ist ein Bett. Wir müssen eh pennen. Der Punkt ist, falls es mehrere Tage sind als einer, kann es auch gut sein, dass der einfach nichts Neues zu sagen hat, dass man dann einfach weiter marschiert. Ja, und die Hauptquest oder andere Nebenquests bearbeitet, kommt dann wieder hierher zu dem. Und dann hat er logischerweise wieder was für einen zu tun und hat uns was zu sagen und dann kann man quasi die Quest weiter bearbeiten. Also ich weiß gar nicht, ob es kapitelabhängig ist. Mir wurde es auf jeden Fall geschrieben. Aber muss ja nicht sein. Weil das ist auch nur eine Annahme. Die viel Sinn machen würde. Aber vielleicht doch nicht stimmt, wer weiß. Oder vielleicht stimmt es ja nicht, ich mache mir hier falsche Hoffnung, das kann auch sein. Na, ist dir was eingefallen über die Nacht? Nee. Also ich könnte auch... Okay, die rennt ganz normal hier rein. Gut, ich dachte gerade irgendwie vielleicht mal was passiert, neue Quest oder so, aber nein. So, das heißt für uns... Was tun? Ach, genau. Haben wir jetzt einen Tag gepennt, dann können wir die Quest hier weitermachen. Und was war hier? Müssen wir einfach noch die beiden ansprechen? Wie gesagt, die Quest ist leider verhunzt, aber egal. So, auf jeden Fall erstmal ganz kurz zu meinem Lieblingsschrein. Danach gehen wir nochmal kurz ins Minental. Also auf jeden Fall können wir die Sache mit dem Lurker-Gedöns beenden. Ein paar Ruckler hier gerade, okay, jetzt geht's. Hier waren wir übrigens noch gar nicht mit dem Texturenpaket hier. Sieht ja ganz nett aus. Es sieht ein bisschen düsterer aus. Aber das ist überhaupt nicht schlimm.
Vielleicht wirklich ein bisschen dunkler, trister, aber auch irgendwie charmanter. Also das Sexualpaket ist alles andere als übel. Innos. So. Wir sind noch sehr gut, denke ich mal. Sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir von hier auch wieder abdüsen, wobei die Folge sowieso rum ist. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier einfach und in der nächsten Folge werden wir dann ins Minental gehen. Die Quest hier hoffentlich beenden und die hier auch. Wobei, wie war das denn jetzt? Ich glaube, ich muss erstmal. Ich hab glaube ich beide Amulette. Da muss ich einfach nochmal zurück zu Sancho mit dem reden. Hoffe ich mal. Also wir müssen sogar so zu den Trotteln. Und die beiden Quests hier abgeben. Beziehungsweise, warte kurz. Eduard ist doch. Ne, wer war denn nochmal? Doch, Eduard ist hier. Dann gehen wir kurz nochmal zum Pass und geben. Das war gar nicht Eduard, das war Edgar. Auf jeden Fall einer von beiden mit E. Und dem geben wir dann noch ganz kurz die Ware. Andokai haben wir schon abgeklappert. Und ich glaube, genau, Eduard und Andokai haben wir schon abgegeben. Edgar braucht noch. Den Rest soll ich in der Stadt loswerden. Wir können nochmal ganz kurz in die Stadt gehen und da ein paar Leute abklappern. Dann müssen wir einen Haufen Kram zum Myxia bringen, das werden wir dann machen, wenn wir die Hauptquest weiter bearbeiten. Wir müssen ja eh nach Jaken da. Und wenn wir dann bei Myxia waren, müssen wir zurück zu den Verwandlungsmagiern. Und dann können wir zurück zu Skinner und die Quest soll beendet sein. Denke ich mal. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.